Welcome everyone to the Champs-Élysées. We are right now in Paris at the Atelier Renault. If you're French, you will know what it is. If you're not French, you can come and visit. We always welcome you. We are here to celebrate the 50th anniversary of the Renault R5, which is a legendary car. And this is the best thing, Ellie White. So they decided the R5 Cup is going to happen tonight. What better way to celebrate this anniversary by getting five very keen drivers from five different countries around Europe, put them in an R5 turbo and race on Horizon Forza. Horizon 5, none other. And they'll be joined by... That's not it, is it? What? No? No, there's another thing. They'll be joined by five Renault ambassadors. What more could you want on this night? I don't even need that card anymore. It's gone. Look at them. You're all gorgeous. They're all excited. They're very, very angry competitors. We have heard things in the studio, guys. We have the great Trilux that is over here, ready to win as well. He's been training, he's been checking the game, he's all ready. But also with him, we have Matthias Marmadi, who is, let me tell you, around the studio, he's been called the guy. So that is going to tell you, it just tells you what you need to know about them. Why would I need an ambassador if we've got pro gamers? We're playing Forza Horizon 5. Mm. Why would we need someone else? But that's where it comes in. Yes. There's a twist to it. Oh, is that because of the quiz that we're going to tell them about? Exactly. Okay, perfect. Good. I'm glad we're on the same page here. Yes, there's going to be seven races in total. And at which point, after two races, we will have a quiz. Why is that important? We had enough quizzes over the last couple of years, I hear you cry, but not tonight. Because if they get those questions right, they get some bonus things handed to them in the next race. If they get the questions wrong, though, oh, blimey, they are going to have some penalties. And that's really going to hinder them. Yes, you don't want to be that person that brings a penalty to your team. No. So that's where the ambassador come in as well, is that they're going to be consultant, as we could say. They could also take over the games because we've got some of them that are, like we said earlier, ready to fight. So are you excited to see? Where's your money right now? Ooh, I have no money. But what I do have is a collection of tyres beautifully placed there. I've just noticed these red and blue tyres that we're going to make some sort of art piece with them afterwards. But listen, Ailey, this is very exciting. I want to get to the first race. That's what we always love in esports. Let's get started. Is getting into the action. Do you want to do the countdown? Yeah, sure. Are you guys ready to play, though? Are you all in? Are you ready? Okay, let's go with three. Three, two, one, let's get racing, guys. Jo. Ich glaube, wir gehen sofort rein. Wildes Crossover, mag ich gerne. So, grüßt euch. Könnt ihr uns hören? Nabend. Wir gehen hier direkt ins erste Rennen. Ich hoffe, unsere Mikrofone sind schon freigeschaltet. Ja, du musst dich auf jeden Fall mal konzentrieren, ne? Weil wenn wir am Anfang schon gut sind, dann können wir am Ende nicht mehr so richtig schlecht werden. Okay, dann übernimmst du den Chat erstmal. Ja. Schön ein bisschen gecuttet da, ne? Ja, darf man aber. Ja, alles gut. Es ist ja sowieso egal, ob wir jetzt die Karre an die Wand setzen oder nicht. Sie geht nicht kaputt. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Mit Matze Malmedy, genau. Jo, Ton geht auch gut. Perfekt. Was geht hier ab? Einfach Qualmi mit im Stream. Yes. Leute, ich freue mich auch sehr. Ist tatsächlich das erste Mal, dass ich auf Twitch mitstreame. Ich streame ja gar nicht selber, aber es ist das erste Mal tatsächlich, dass ich das mache. Und ich finde es mega. Ich bin sehr gespannt, was wir hier mit Kommentaren und so weiter machen, wie sehr ich darauf antworten kann oder ob das alles viel zu schnell geht und ich gar nicht so viel reden kann, wie da geschrieben wird bei euch. Trackmania-Legende, genau. Moin Lenny, moin Matze. Moin, clap, clap, clap. No. Ui, das war... Bis dahin war ich gut unterwegs, aber ich kann mal rüber gucken. Nee, du kannst nicht rüber gucken. Ja, ich guck rüber. Da, wo er ist, war ich aber schon. Das ist ein gutes Zeichen. Ja? Ich habe Matthias gerade einen kleinen Twitch-Crashkurs gegeben und gesagt, dass ihr manchmal ein bisschen frech seid im Chat. Ja, ihr könnt bitte jetzt frech sein. die hast du eben schon mal mitgenommen, die Ecke. Das kann immer nicht sein. Immer da on the inside. Aber es kostet nicht viel Zeit, glaube ich. Naja, geht. Hast auf jeden Fall mal 100 Punkte für den Drift bekommen. Ich hoffe, wir sehen zwischen den Runden immer. Oh Gott. Wo wir liegen, meinst du? Ja. Ob wir gut dabei sind. Also wir werden uns abwechseln einmal. Wir haben sieben Strecken und drei Versuche pro Strecke. Also ich werde jetzt die ersten drei Runden fahren. Nächster Try hat Matthias dann. Okay, no pressure. Ja, aber es sah gerade im Training sah es besser aus, als ich dachte, ehrlich gesagt. Danke. Also du hast schon mal einen Controller in der Hand gehabt, glaube ich. Ja, aber es ist lange her. Ohne Scheiß, bin jetzt die letzte Zeit immer mit Lenkrad gefahren. Ja. Weil ich das einfach natürlicher finde. Ne? Ist halt... Ui, schön. Ja, hat gezählt.
Haben wir das Spiel vorher schon mal gespielt? Jein. Also wir sind jetzt seit 16 Uhr ungefähr hier und ich bin vielleicht insgesamt 10 Runden gefahren oder sowas. Das ist aber bei allen gleich. Also jeder durfte sich so ein bisschen einfahren, aber es sind keine Profis dabei, die Forza Horizon ausschließlich spielen. Deswegen, ich glaube, dass die, dass das hier einigermaßen fair ist. Man hört auch, dass die Jungs viel lachen, viel diskutieren. Deswegen glaube ich, dass das, also wir sind glaube ich schon eher Leute, die das ernst nehmen. Und es gibt einen Pokal. Schade, der war sauber gefahren. Genau, es gibt einen Pokal da vorne, schön. What do you want? die stehen da vorne, schöne Glaspokale. Das wäre schon nice, die mitzunehmen, ne? Genau, Konzentration schreibt da Sabi 222. Ja, ich bin dabei. Ich glaube, das ist, ist ein guter Marker, den ich hier setze. Keine Wenn Profis. Ihr irgendwelche Tipps habt, genau. Wir haben ja bestimmt ein paar Forza-Profis im Chat. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es gerne mal rein, weil für mich ist das auch das erste Mal Forza hier. Ich glaub, ja, machst du aber schon gut. So, ja. So, okay, was war das? 3 jetzt, Minuten 19 oder so? Kriegen wir jetzt Ergebnisse? 3 Minuten 22, das musst du schlagen. 3:22, finished first. Oh, 3:25, das kann ja nicht sein. No. Nein, das kann nicht sein. 3:25 hatte er. Ja, wir hatten 3:22. Okay. Also das Timing muss nochmal hier überprüft werden. Ich weiß nicht, wie das so geht, aber die haben angezeigt bekommen first. Ja, die fahren ja alleine. Also wir fahren ja nicht gegeneinander. Also genau. Wir waren schneller. Also wir fahren zeitgleich. 3:22. Ja. 3 Sekunden schneller. Okay, schon mal schneller als UK, aber wir müssen bei Team Frankreich müssen wir mal gucken, was die gleich fahren. Die haben gerade aus. Ja. Okay, dann dürfen wir ins nächste Rennen, das fährst du. Okay. Oh Gott. Ja. Okay. Ich bin schon sehr aufgeregt, ne? Hier ist Gas, ne? Genau, das ist Gas, Bremse, aber Handbremse. Aber Handbremse, die brauchst du, nicht. Jetzt einfach starten, oder? Können wir starten oder kriegen wir ein Zeichen? Ich glaube, wir können starten. Ich glaube, die sind aus der Lobby rausgegangen, die haben das mit dem Neustart nicht gemacht. Okay, also einfach A, ja? Ja. Am besten Traktionskontrolle aus, fährt sich besser. Nee, da dürfen wir, in den Einstellungen dürfen wir nichts machen. Ah ja, ESP muss aus. Handbremse bloß nicht anrühren, danke, habe ich auch schon gemerkt. Ja. Nur mit dem Gas fast keine Bremse benutzen. Legendenstream, danke, Kawaias. Okay, dann mache ich jetzt einfach, oder? Ja, ich guck mal nebenbei, was die anderen so machen. Die fahren auch schon. Ja. Rechtes Gas, ne? Genau, ja. Nicht so viel driften, ja, ich habe es probiert. Also ihr meint nicht... Kannst du mir mal die POV einstellen, bitte? Das nee, rechts. Hier? Ja. Oh ja, das ist gut, danke. Du wolltest an, ne? Ja. Also ich schaue diesen wunderschönen Arsch gerne an, aber ich fahre lieber ohne das zu sehen. Habe ich einfach ein besseres Gefühl. Nur bei Rotbremsen, sonst leicht die Kurven lupfen. Also ein bisschen mit Gas spielen. Also wenn du jetzt im ersten Versuch meine Zeit schlägst, dann fahre ich nach Hause, glaube ich. Mach das bitte. Boah, shit. Das wird schon mal nichts. Ja. Das hat lang gedauert. Shit. Guck mal, das ist typisch. Ne? Du gibst so einen Spruch und dann habe ich gleich wieder Druck und versaust direkt wieder. Naja, so könnte ich nicht fahren. Ja, aber wenn du zu Hause mit Lenkrad spielst, dann hast du ja auch die In-Eye wahrscheinlich und nicht Third Person. Ich spiele zu Hause echt nicht, ne? Also wirklich... Aber was meintest du? Du hast zuletzt viel mit Lenkrad gespielt. Früher halt. Ach, früher, also das ist wirklich lange her, weil ich habe das wirklich... Das Ding ist ja, das dauert ja einfach, ne? Das kostet einfach extrem viel Zeit und ich habe einfach sehr wenig Zeit nur. Und bin immer auf Dreh unterwegs, deswegen ist das einfach für mich ein Zeitfresser. Ich mache das ultra gerne. Bin früher halt sehr viel gefahren, aber vor allen Dingen dann Nordschleife auch, weil das halt mega... Uiuiuiui. Kommt die Bude schon quer, ne? Ja. Da schrieb gerade einer, wenn man lenkt, nicht bremsen. Also am besten vorher abbremsen. Dann das ist genau wie im echten Leben auch. Yep. Kannst du mir mal sagen, wie lange wir noch fahren müssen? Du bist in der zweiten Runde jetzt. Okay. Musst du noch. Jetzt kommt wieder die enge Ecke, kann das sein? Ja, ganz enge links. Dann bremse ich die jetzt mal ein bisschen früher an. Aber immer noch viel zu spät, scheiße! Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich da mache. Ob wir die Einzigen sind, die jetzt wechseln. Nee, Onscreen hat gewechselt. Ja, es geht ja auch um Spaß, ne? Also ich glaube, wenn ich hier nur daneben sitzen würde und blöde Sprüche reißen, dann würde die auch irgendwann sagen, sag mal, ey, was ist los? Deswegen haben wir gesagt, wir wechseln durch. Ich kam gerade erst in den Stream. Welche LI hat er? Was ist LI?
LI. Wahrscheinlich irgendein Forza-Begriff, den kenne ich auch nicht. Das ist hier Leistungsindex. Das kann ich dir nicht sagen. Ich jetzt oder das Auto? Oh, da ist er schön quer gekommen. Guckt immer, dass ihr die Bremse haltet beim Abbremsen, also nicht lupfen am besten. Hä? Also ich glaube, er meint am einen Stück durchbremsen und wenn wir das Gefühl haben, wir kommen um Apex, dann Vollgas. Okay. Ist bestimmt der Stock FF. Achso, ihr meint, ob der hochgetuned ist, der Wagen. Also wir haben nachher noch ein paar Quizzes. Da muss Matthias mich dann durchtragen, da werden Fragen zum R5 Turbo gestellt. Und je nachdem, wie gut wir da abschneiden oder eben auch nicht, haben wir für das nächste Rennen dann ein Penalty, was auch immer das ist in Forza, da kann man wohl was einstellen, oder ein Bonus. Bonus wird bedeuten, dass wir mehr PS haben oder dass der Wagen ein bisschen agiler ist. Und das haben wir zwischen den Rennen. Schreib mal rein, Schulnoten, mein Fahrstil. Wie weit musst du noch? Das ist aber nicht so schlecht. Du müsstest jetzt langsam mal zu Ende gehen. Ich glaube, jetzt einmal noch rechts rum, dann bist du im Ziel. 3 minus, eine gute 2. 2 oder 3, glatte 1. Oh! Yes, that's it. Lampe vorne, Scheinwerfer kaputt. Was sagt die Zeit? 3 Minuten 34. 3:34, Digga, so viel langsamer, Alter. Er ist 3:22 gefahren. Ja, aber das eine Ding, wo ich gegen die Wand gefahren bin, das hat ewig gedauert, bis ich ja wieder weggekommen bin. Das war leider schlecht. Vielleicht sollten wir das doch so machen, dass ich der Beifahrer bin, auch wenn ich eigentlich ein sehr, sehr schlechter Beifahrer bin. Nee, wir können ruhig wechseln. Bin ich den schon mal in echt gefahren? Ja, bin ich. Das ist zwar sehr, sehr lange her, weil ein guter Kumpel von mir, der Jan, hatte tatsächlich einen R5 Turbo 2 und er hatte montiert ein Dampfrad. Und da konntest du Ladedruck verstellen. Das war so geil. Das war eins der ersten krassen Autos, die ich jemals gefahren bin. Stört dich das eigentlich, wenn ich laber? Nee, nee, alles gut. Okay, so eins der ersten krassen Autos, die ich gefahren bin, war damals schon ein altes Auto. Und ich war so geflasht von dem Ding, weil das so krass erstens um die Ecken geht und zweitens die Leistung mit dem Dampfrad zu verändern. Ne? Das ist wirklich, das ist halt krass, wenn du in einem Auto sitzt und du kannst instant einfach mehr Leistung abfordern. Was ist das? Das Dampfrad. Du verstellst vom Inneren des Autos den Ladedruck vom Turbo. Okay. Und das ist total krass. Das ist wie wenn du jetzt sagen könntest, ja, okay, ich brauche jetzt hier 100 PS mehr. Mhm. Danke, ciao. Und geht halt. Geht halt auf die Haltbarkeit so, auf Dauer. Ja. Aber es ist auch begrenzt. Ne? Der Tuner hat das begrenzt. Aber das war so geil zu fahren. Das Auto hat echt richtig Bock gemacht. Moin, Leute. So, das war eine Bomben-erste Runde, glaube ich. Wenn ich das jetzt so weiterfahre, dann... Ja, konzentrier dich. Das Ding wiegt ja auch nichts, ganz genau. 980 Kilo. Hat der damals gewogen. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Auto. Und ich habt ihr das eigentlich gesehen vorher? Weil da vorne steht, ist zwar ein Nachbau, eine Replika, aber das Rallye-Auto steht hier vorne. Und das sieht so geil aus. Könnt ihr mal in meiner Insta-Story gucken, da habe ich ein Foto gepostet. Und den neuen, den es dann 224 elektrisch geben wird. Ui, das hat richtig geil gefahren, Junge. Das war besser. Alter! Also das Ding war eine glatte 1. So um die Ecke da rein zu, du hast ja ihn quer angestellt und dann mit dem Gegenpendler wieder durch die Kurve gezwirbelt. Richtig geil gemacht. Bam! Aber bin ich gespannt, wenn ich die durchbringe, ob das einer schlägt. Porta Wars, das sieht jetzt echt schon gut aus, das sehe ich auch so. Frankreich gerade 3,46 gefahren. Ich war schneller als Frankreich. Ja. Oder? 3,35. Ja. Ja. Sauber. Ja, danke. Schreibt uns gerne die Zeiten hier rein. Weil dann haben wir so ein bisschen Kontrolle, weil wir können hier nicht immer reinduschern, wenn die gerade übers Ziel gucken, übers Ziel fahren. Deswegen, wenn ihr uns die Zeiten hier reinhämmert, das ist ziemlich geil. Trilux, Skoda Superb versus RS3. Die Frage kann ich, glaube ich, auch beantworten. RS3. Ja, so ein Skoda Superb, der macht aber auch Spaß. Ja, klar. Also ich meine, das ist halt, ich glaube, das, ja, wir müssen, glaube ich, über was anderes reden. Ja, ich also Renault macht natürlich die besten Autos. Lass uns lieber beim Turbo bleiben. Junge, das ist so eine geile Schieße. Also ohne Quatsch. Ich habe vorhin, als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, so Junge, das Ding einmal fahren und ich werde ihn 100 Pro irgendwie vielleicht auf YouTube mal durchziehen. Schaffst du ja auch die 400 der Second 2020? Nope. Der läuft, glaube ich, 230 oder sowas spitze hier im Spiel. Ungefähr. Das zählt trotzdem, wenn du das gut durchhämmerst. Okay, also das schaffe ich nicht nochmal besser. 3 Minuten 12. Boah. So, also das, glaube ich, muss erstmal einer schlagen.
Ich weiß nicht, ob ich das besser hinbekommen würde nochmal. Ich glaube, es bekommt keiner besser hin. Das, wie nennt man das Fail, wenn einer die Hand hinhält und der andere schlägt nicht ein? Achso. Geil gefahren. Richtig geil. 3:12, okay. Ja, haltet uns mal up to date, was die anderen so fahren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Try haben dürfen. Ob wir meinten, ja, wir drei. Er sagte vielleicht vier, ne? Megane S über die Nordschleife. Jawohl, bin ich, Stover. Richtig geiles Ding. Was heißt Dice of Cringe? Also was Cringe heißt und sterben, weiß ich auch, aber was Cringe bedeutet das? Aber schon, das ist ja auch so ein Emoji. Ja, du hast gesagt, du warst noch nie auf Twitch. Also meine Mom weiß nicht, was Dice of Cringe ist. Ja, was und heißt mein Dad auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, was Dice und was Cringe heißt. Also was heißt die Zusammensetzung? Ja. Also Cringe weiß ja, das bedeutet so... Guck mal, ich habe nicht mal ein deutsches Wort. Seltsam. Dafür. Ja, genau. Und Dice of Cringe ist so ein Emote, da haben wir drüber gesprochen. Das haben wir jetzt übrigens nicht. Wir haben kein Better Twitch TV und kein 7 TV. Das heißt, wenn ihr jetzt Olsch oder Pipo Hey schreibt, das sehen wir gar nicht. Deswegen, also wir führen gerade, habe ich gerade gelesen. Ja, das ist gut. Also wenn du hier irgendwelche Begriffe siehst, wie zum Beispiel Keck W und du fragst dich, was das ist, das ist eigentlich, wenn man die richtigen Browser-Plugins hat, ein Emoji, was man dann sieht. Ah, okay. Ja. Und Dice of Cringe ist so ein Emoji, was dann eben ausdrücken soll, ich sterbe vor, weil es so cringe ist. Wie sagt man das auf Deutsch? Cringe. Ja, seltsam einfach. Man stirbt vor Peinlichkeit, hat man gerade geschrieben. Aber cringe ist ja eine Emotion. Das machst du, wenn du sowas ganz Unangenehmes ist. Genau, Fremdscham ist gut. Fremdscham. Genau. Und Dice of Cringe bedeutet halt, man stirbt vor Fremdscham. Quasi. Ja. Okay, und warum habt ihr jetzt Fremdscham? Weil wir so beschissen sind oder was? Nee, das müsst ihr erklären. Ich habe gerade den Zusammenhang nicht gesehen, warum das gerade kam. Irgendjemand hat reingeschrieben, Dice of Cringe. Danke für die Erklärung. Ach, wegen des Handschlags. Ach so, deswegen. Ja, okay. Ja, okay. Also wir immer in den Pausen könnt ihr gerne mal eine Frage stellen, wenn ihr Bock habt. Wir sind noch bis 23 Uhr hier. Ja. Werden racen. Ich glaube, dass vor allen Dingen du fahren wirst. Also wir können gerne wechseln. Ja, also wenn die mir hier die ganze Zeit 10, 15 Sekunden hinterherfahren, dann reicht mir auch ein Attempt. Dann darf ich auch mal fahren. 3:12. 3 minutes and 12 seconds. Yes. Yes. Matthias put it. Yeah. He's crazy. What did you drive? Under 3? No. Okay, habt ihr den Mainstream auf, der twitch.tv/Renault? Da solltet ihr, glaube ich, eine Übersicht bekommen mit den Zeiten der anderen Teams. Ihr könnt ja mal ein paar Updates schicken. Ich muss Torben grüßen. Torben, Grüße gehen raus. Formula Student habe ich, ja, Erfahrung kann man das nicht nennen, aber ich bin mal so ein Ding gefahren. Mit Niki war das irgendwie zusammen und das war irgendwie so, dass tatsächlich, glaube ich, bei mir der Heckflügel abgerissen ist. Weil die Karre so viel Bums hatte und dann ist das Ding irgendwann abgeflogen. Das ist ja mega Leichtbau, deswegen ja. Aber während der Fahrt, einfach abgerissen. Ja, so wie ich habe so, glaube ich, Donuts gemacht und beim Beschleunigen, dann ist das Ding abgefallen. Was man halt so macht, ja. Ja, man kennt's. Ja, ja. Italien fährt schon eine andere Strecke. Ja, das ist egal. Das läuft hier alles so parallel. Wir fahren nicht gemeinsam, aber wir fahren trotzdem einigermaßen irgendwie gleichzeitig. Also die werden das immer mal wieder hier uns zusammenführen. Aber genau. Checkpoint berühren, damit es zählt, kann man gefühlt auch halb vorbeifahren. Ja, man kann auch komplett drüber fahren. Ja. Nein, die schwarzen Streifen würde ich mir nicht tätowieren lassen. Jetzt habe ich noch kein Update gesehen. Haben die das im Mainstream noch nicht gezeigt, wer führt und wer nicht? Oh shit, ich glaube, ich habe den Start vielleicht verpasst kurz. Hm. Junge, was ist los? Nimm mal die Fußmatte und dann Gaspedal weg. Ich bin voll drauf. Kannst du ihn rausdrücken? Ja, aber das ist ja wieder irgendwie anders, oder? Das sind ja viel mehr. Das sind Computer, glaube ich. Das sind keine echten Spieler. Das sind Computer? Ich glaube, ja. Trilux holt den Schelle ran und dann ist unter 3 Minuten safe drin. Niemals, Digga. Oh, nein. Shit. Das ist ekelhaft. Das war jetzt nicht so ein cooler Move. Oder an den Chat, sind das Bots oder sind das echte Spieler hier? Da steht Team Italy und so weiter. Also der Raffaello ist auf jeden Fall was Süßes und spielt, glaube ich, hier nicht mit von uns. Oh, das ist schwerer hier auf der Schotterpiste. Ja. Sind Bots, okay. Ich finde es so krass, dass du während du fährst auch noch da unten das Ding liest. Also das musst du lernen, wenn du auf Twitch streamst. Wenn ich hier die ganze Zeit nur zock.
Also Chat-Interaktion ist halt schon ganz wichtig. Ja. Du hast halt immer so Zeit, 2 Sekunden runter zu gucken. Ich hätte es nicht. Ich hatte die Zeit nicht. Also der Niki, nochmal, um da ganz kurz drauf zurückzukommen, ne, ist ein Gott am Lenkrad, aber wenn du dem so ein Ding in die Hand gibst, weiß er einfach nicht, wie das funktioniert. Und selbst wenn er es wüsste, wäre er nicht schnell. Also das kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen. Das darf ich auch sagen, weil wir uns sehr lieben. Jetzt kommst du von hinten ran. Jawohl, drück dich innen rein. Jawohl. Einfach draufstehen und perfekt. Absolut geil gemacht. Ja, da zieh ich auch innen vorbei. Yes! Yes! Team Germany ist auf dem Vormarsch, Leute, hä? Wie geil die am Rumschreien sind, hier die Spanier. Oh, jetzt musst du dich wieder zurückhalten. Oh, guck mal, der hat aber brav gebremst da, ja. der Konkurrent. Ich noch mal zur Seite, den Kollegen. Ach, das kostet auch Zeit. Ich glaube, zu sehr auf Kontakt sollst du nicht gehen, weil dann dreht sich dein Auto auch ganz schnell. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit dem Clio da? Dann bremse ich jetzt aus und zieh innen vorbei. Yes. Danke. Ultimativ sauberes Rennen. 1000 Punkte. Einfach die Brechstange auspacken. So sieht's aus. Der Carvalho TV, der macht damit ein Bier auf. Das war's dann aber auch. Ich schätze mal, das war auf Niki bezogen, der sich mit dem dicken Bierchen aufreißt. Komplett auf die Linie verlassen, nur bei Rotbremsen. Ja, ja. Müsst aufpassen, Alex spricht auch Deutsch. Das weiß ich. Ich habe schon mit dem gedreht. Ist aber okay, der Mann verträgt alles. Der haut Sprüche raus, da musst du dir echt eine warme Jacke anziehen, um das abzukönnen. Boah, erst bei Rotbremsen war aber ein bisschen spät gerade. Aber immer noch gut. 91% Fortschritt. Position 7 von 12. Die Frage ist, wie viele Bots sind davon da? Das sind alles Bots. Die Gegner. Aber ich kann jetzt nicht einschätzen, wegen der Drehung da am Anfang, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich 3:10. Ich streame auch auf Twitch, ja. Hier gerade. 3:10. Ja, aber das ist die Zukunft hier. Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass ich mir da keine Gedanken drüber mache, ne? Ja. Aber auch da ist wieder das Thema, wann soll ich das machen? Ja, gut. Du hast mir erzählt, du streamst 7 bis 8 Stunden. Ja, die Zeit ich habe die Zeit nicht. Nebenbei nicht, ne. Ja, schneller als UK, das ist schon mal gut. Die Zeit zählt. Also ist alles Zeitrennen hier im Moment. Später machen wir noch 2 Driftrennen. Da geht es um Punkte. Aber jetzt zählt nur die schnellste Zeit. UK erster Platz mit 3:14. Ich hatte aber 3:10. Das heißt, die haben den ersten Platz gemacht gegen die Bots, aber ich war trotzdem 4 Sekunden schneller. Da wird immer angezeigt, dass sie gewinnen. Das war beim ersten Rennen auch schon so. Okay. Ja, dann probier du mal. Nee, Digga, du fährst. Also mach ruhig. Also das ist jetzt Rallye und Ding, ne? Ja. Alles klar, dann probier's halt. Ich glaube, wenn du nicht meine Fehler machst, dann bist du schneller als ich. Ja genau, nochmal A. Kaya ist auch auf Twitch. Ja, wusstest du das? Kaya Jana? Nee. Dass der einen Twitch-Kanal hat, schon lange. Ja, ich werde genauso abgeledert wie du. Das ist hier einfach so, die Bots. Die ziehen weg, ja. Die Bots sind einfach schneller als wir. Wer sitzt hinter euch? Hinter uns ist das Team Italien, wenn ich mich alles täuscht. Richtig, hinten links da. Ja. Und hinten rechts ist Spanien. España! Boah, der ist aber nervös hier auf der Strecke. Das fühlt sich komplett anders an. Ja. Pass mal auf, bis auf den Schotter. Das war schon mal ganz gut. Ja, das war viel besser als meins. Sprichst du Italienisch, Spanisch? Spanisch gar nicht, Italienisch so ein bisschen. Also Italienisch ist... Also verstehe ich fast alles. Mhm. Boah, das ist aber dreckig von die Perspektive jetzt. Hat er gezählt? Boah, den hast du aber gerade so mitgenommen. Klar. Come stai? Ah, come stai? Tutto bene. O studio italiano a scuola. Ey, lenk mich bitte nicht ab. Bist du italienisch? Vielleicht fühlt sich dann wie ein Ferrari. Oh, shit. Das ist echt... Jetzt hat er mich hinten angedotzt. Aber hat weniger Zeit gekostet als mein Dreher, glaube ich. Nicht darüber! Junge! Aber gut gesaved. Ah, geht. Spanien hat gerade 3:01, 9 Sekunden schneller. Ja, da musst du jetzt nochmal ran gleich. Schön die anderen zum Bremsen nutzen. Ja, stimmt. Du kannst auch vorne hinten reinballern. Einfach. Ja, das habe ich ja gerade eben gemacht. In der engen Ecke da hinten. Gelb heißt einfach nur lupfen, ne? Ja.
Boah, 3 Minuten 1 ist aber stark. Merde. Oh, die habe ich verpasst. Jetzt geht's wieder ran hier. Zählt die beste Zeit aus den 3 Zeiten, genau, ja. Ja, deswegen, wir dürfen spielen. Aber du wirst jetzt auf jeden Fall den 3. Versuch auch nochmal machen. Mach ich. Weil das war, glaube ich, nicht besonders geil hier von mir. Also, ohne Quatsch, ne? Wenn es ein Lenkrad wäre, ich schwöre euch, wäre wirklich besser. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Aber das ist für mich... Warst du auch schon mal in so einem Sim-Racing-Seat, der dich dann auch durchschüttelt? Ja, ja, ich war bei Porsche schon mal in dem Simulator, bevor ich den 919 gefahren bin. Das ist so ein krasses Rennauto, ja. Womit die Le Mans gewonnen haben und so. Und das war ultra krass in dem Simulator, weil das war halt wirklich real life, ne? Mhm. Also das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Ich war noch nie in so einem Ding drin. Ausreden hat Matze auch schon von Lennart adaptiert. Ja. Er macht sich gut auf Twitch. Von wem habe ich das adaptiert? Von mir. Ja. Also sag mal so, ne? Ausreden, das kann er, Herr Matze. Schon bevor es losgeht meistens. Du bist jetzt bei 3 Minuten 10. Aber da ist auch schon ein Startziel da vorne. 3:10 ist nicht gut, ne? 3:10 hatte ich. Jetzt 3:15, 3:20. Ja, war nicht schlecht. Ja, nicht schlecht ist nicht gut genug. So, wie kann ich das jetzt besser machen? Ist es wirklich nur das, dass ich den Leuten hinten drauf fahre, um abzubremsen? Du darfst dich einfach nicht da so abdrängeln lassen. Das ist Glück, glaube ich, auch ein Stück weit. Ja, die sind halt schneller am Anfang. Ja, das ist egal. Du darfst halt keinen Steher oder Dreher haben. Ja. Ich glaube, wenn du einfach durchfährst, dann sind wir vorne. Frühlenken auf Dirt. Nicht überdrehen, ja. Windschatten, nee, Windschatten bringt, glaube ich, nichts. Nee, glaube ich auch nicht, dass das gibt. Und nicht verrückt machen lassen, das ist das Wichtigste. Mein Schwarz sieht der aber auch geil aus, der Turbo. Jo, ja, was macht der denn da? Der Kollege da vorne. Okay, schön auf Linie. Perfekt. Und jetzt, pass auf. Jetzt musst du, nee, der Sack zieht rüber. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt pass auf. Ja, perfekt. Ui, das war ein geiler Move. Richtig gut. Genau so weiter. Am Ende noch eine Kurve, die auch so eng war. Ja. Vielleicht kannst du mal unten links auf die Karte gucken, mir Bescheid sagen, wenn eine ganz enge Kurve Die kommt. Ist jetzt relativ. Ja, geht, nee, ja. Die geht. Aber wird eng. So, jetzt geht's so hin und her die ganze Zeit. Die Wechsel auf Asphalt sind auch schwierig. Ja. Da hatte ich auch einen richtig heftigen Quersteher. Weil man denkt so, man kann die ganz normal anfahren, aber dann. Ui. Ja, passt noch. Ui, ui, ui. Ja, nehm ich mit. Geht auch noch. Aber fährst du normal mit Lenkrad, sag mal? Nee, immer mit Controller. Echt? Oh, das hast du perfekt gemacht jetzt. Ich komme halt nicht näher ran. Ja, aber das ist egal. Die anderen sind auch nicht näher dran. Ich glaube, wenn du einfach durchfahren, das ist das Wichtigste. Klar, wenn du jetzt vor dir ist, dann musst du den wegmachen, aber... Also jetzt innen, innen, innen. Durch die Mitte. Ui, hat er zurückgezogen. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Jetzt sind wir vorne, jetzt habe ich Platz. Ja, jetzt geht's gleich in den Rechtsknick. Das war die ganz schöne, ne? Die geht jetzt rechts und dann geht es richtigen Knick noch rein. Oh. Ja, lass ihn vorbei, ist egal. Perfekt gefahren, siehst du. Okay, jetzt geht es wieder hin und her, so wie vorher. Ist er nicht vorbei? Ich nehme mal als Hilfe, glaube ich. Schön ihn anlehnen, perfekt gemacht. Geil, richtig geil. Jetzt wirst du. Nee. Komm ich davor? Ja, nee, aber geht zusammen auch. Das ist also so richtig raushämmern tun die ja nicht. Das ist ganz gut, finde ich. Hervorragendes, sauberes Rennen. So sehe ich das auch. Richtig gut gemacht. Platz 1. So, Linksknick da vorne. Ja. Schön sauber anbremsen. Nicht nervös machen. Obergeil. Yes. Aber ist das 9 Sekunden schneller? Wo sind wir? 80%. Du bist gut. Du bist sehr, sehr gut. Jetzt geht es gleich, glaube ich, wieder auf die Straße irgendwie. Sieht zumindest so aus, als wenn von links eine Straße kommt. Also gehe ich mal schwer davon aus, jetzt gleich im Rechtsknick. Wir müssen mal ganz kurz hier, genau, da geht es auf den Asphalt raus. Der geht aber gut. Ja, das ist einfach Vollgas im Ziel. 3 Minuten 1, die haben auch
oder? Komm, 57, 58, 59, 3, 0, 1. Boah, ey. Was hatten die genau? Wir haben nur 3 Minuten 1, 8 oder so haben wir jetzt. Boah, da haben die aber einen 3017. Digga, wenn die 8 haben. Also viel besser kriege ich das nicht hin, glaube ich. Team Trilmedy. Wir haben neuen Namen. Geil. Boah, also... Frena, Frena, Frena. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Ja, genau. Bremst ihr mal ein bisschen da hinten, die Italiener. Knappe Kiste. Aber sind wir jetzt vor oder nicht? Die haben auch eine 3 Minuten 1 gehabt. Aber was dahinter? Boah, das war aber hart an der Grenze. Ich dachte, das reicht. 301, 305, 36, 37, 38. Ne, wir sind vorne. 305 ist ja, die schnellste aber nur, Zeit. Aber nur gegen die Bots jetzt. Ach so. Das sind nicht die anderen. Ah, ja, okay. Dahinter habe ich... What was your time there? What was your time there? No. This race. 322? Okay, also UK ist keine Konkurrenz? 301. Yes. He did it again. Das ist geil. Das ist geil. Die Qualuxe ist auch ein geiler Name, ja. Also die gucken immer nur, wenn wir unsere Zeiten durchgeben, die Engländer machen immer nur so. What? Wer hat denn da 3 Minuten 1 gehabt? Also es war das Italien oder Frankreich? Italien haben sie gesagt, ne? Ja, keine Ahnung. Also 3 Minuten 1 ist eine Ansage, das kriege ich nicht viel besser hin. Nee, das würde ich auch sagen, dass man das nicht besser hinkriegt. Spanien war das, okay. Die fahren auch auf der falschen Straßenseite. 1 bis 2 Sekunden gehen noch, wenn du nicht gegen die Bots stößt. Stimmt, einmal wurde ich fast abgedrängt, ja. Simon und Klaus muss ich ganz kurz grüßen. Ich mache das ab und zu, ne, aber schreibt jetzt bitte nicht die ganze Zeit, grüß mich rein, weil sonst lesen wir das. Also wenn du einmal machst, dann musst du alle machen. Ja, ja. Ja, aber am Ende zählt ja... Ich weiß nicht, was sie am Ende werten. Ob die den ersten Platz gerade zählen und den zweiten jetzt oder ob die, man könnte ja auch alle Zeiten zusammenrechnen am Ende. Ich glaube, dass du für jedes Race, was du gewinnst, Punkte kriegst. Ja. Und dann werden am Ende Punkte zusammengezählt. So habe ich es verstanden. Spanien hatte eine 3 Minuten 1:0, 1:7. Also waren sie weit schneller. Aber Italien 3 Minuten 15, UK 3:22. Also Spanien ist unser direkter Kontrahent, glaube ich. Team Italy 3:15, ja. Shit. Okay, ich glaube, jetzt gehen wir ins Quiz. Gebt jetzt erstmal ein Quiz. Okay. Ich hoffe, hast du dir noch was angeguckt ein bisschen? Scheiße. Ich wollte gerade fragen, wo du wusstest, wie schwer der Wagen ist. Wusstest du das aus dem FF oder hast du das nicht angeguckt? Nein, ich kann mir ja die ganzen Daten von den ganzen Autos nicht... I think we should go and see them, right? Okay. Well, so gonna add some pressure. Oh no, I see the UK already having questions and being like, my car is not working as well as the other cars. Yeah, they're gonna do some complaints, yeah, for sure. Yeah, they're gonna try.